Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde da draußen, an euren Empfangsgeräten zum dritten Creepypasta-Sonntag. Ich bin ja wahrscheinlich einen kleinen Ticken älter als die meisten, die sich das hier anschauen, und erinnere mich noch an die frühen, glorreichen 2000er Jahre, die Zeiten der E-Mail-Kettenbriefe und der Captain-ICQ-Nachrichten. Die hatten meistens einen Link dabei oder einen Anhang und konnten einem so richtig schön den Computer zerstören, wenn man da drauf geklickt hat. In der folgenden Geschichte geht es auch um Anhänge in E-Mails, auf die man besser nicht klicken sollte. Allerdings nicht unbedingt den Computer zuliebe. Smiledog. Ich habe Mary E. im Sommer 2007 zum ersten Mal persönlich getroffen. Ich hatte über ihren Mann Terence, mit dem sie seit bereits 15 Jahren liiert war, einen Interviewtermin vereinbart. Mary hatte zunächst zugestimmt, da ich nicht von der Presse war, sondern ein einfacher Amateurautor auf der Suche nach Informationen für ein paar Hausarbeiten und, sofern alles nach Plan verlief, auch nach ein paar Spinnereien. Wir legten den Termin auf ein Wochenende, in dem ich sowieso in Chicago war, um mich noch um ein paar andere Dinge zu kümmern, aber im letzten Moment änderte Mary ihre Meinung, schloss sich im Schlafzimmer des Ehepaars ein und weigerte sich, sich mit mir zu unterhalten. Ich saß also eine halbe Stunde lang mit Terence vor der Schlafzimmertür, hörte zu und machte mir Notizen, während er vergeblich versuchte, seine Frau zu beruhigen. Die Dinge, die Mary sagte, ergaben wenig Sinn, aber ich hatte auch nicht viel anderes erwartet. Auch ohne zu sehen, konnte ich an ihrer Stimme erkennen, dass sie weinte und ihre Einwände gegen das Interview bestanden zum Großteil aus einer inkohärenten Tirade über ihre Träume oder Albträume. Terence entschuldigte sich mehrmals, als wir die ganze Sache abbrachen, und ich tat mein Bestes, um den Rückschlag wegzustecken. Ich war immerhin kein Reporter auf der Suche nach einer Story, sondern nur ein neugieriger junger Mann auf der Suche nach Informationen. Außerdem dachte ich damals, ich könnte vielleicht einen anderen, ähnlichen Fall finden, wenn ich mir nur Mühe geben würde. 1992 war Mary E. der Systemoperator für ein kleines, in Chicago ansässiges Bulletboard-System gewesen, in welcher Funktion sie zum ersten Mal auf smile.jpg traf, was ihr Leben für immer verändern sollte. Sie und Terence waren damals seit etwa 5 Monaten verheiratet. Mary war eine von schätzungsweise 400 Personen, die das Bild gesehen hatten, als es als Hyperlink auf dem BBS veröffentlicht wurde, obwohl sie die einzige ist, die offen über die Erfahrung gesprochen hat. Die anderen Betroffenen sind anonym geblieben oder vielleicht tot. 2005, als ich noch in der 10. Klasse war, bin ich durch mein wachsendes Interesse an mysteriösen Internetphänomenen zum ersten Mal auf smile.jpg gestoßen, und der Name von Mary wurde am häufigsten genannt, wenn es um Opfer des Wesens ging, welches als smile.dog bezeichnet wurde und welches angeblich in smile.jpg dargestellt war. Was mich interessierte, abgesehen von den offensichtlichen makabren Elementen dieser Cyberlegende und meiner Neigung zu solchen Dingen, war der schiere Mangel an Informationen. Die meisten Leute glaubten nicht einmal, dass die Datei abseits von Gerüchten oder Fälschungen existierte. Die ganze Sache ist ziemlich bemerkenswert, denn obwohl sich die Legende um diese eine Bilddatei dreht, kann man eben diese Datei nirgendwo im Internet finden. Sicher, es gibt eine Menge manipulierter Simulacra, die über das Netz verstreut sind und in regelmäßiger Häufigkeit auf dem paranormalen Subbot/X/ von The 4chan auftauchen, aber von all diesen wird angenommen, dass es sich um Fälschungen handelt, da keines von ihnen die Wirkung zu haben scheint, die dem wahren Smile.jpg zugeschrieben wird. Dinge wie das plötzliche Einsetzen einer Temporallappenepilepsie oder Auftreten akuter Angstgefühle. Die Absurdität dieser angeblichen Reaktion beim Betrachter ist einer der Gründe, warum das geisterhafte Smile.jpg mit solcher Verachtung betrachtet wird. Je nachdem, wen man fragt, mag diese Zurückhaltung bei der Anerkennung von Smile.jpgs Existenz jedoch zu gleichen Teilen aus Angst wie aus Unglauben bestehen. Weder Smile.jpg noch Smile.dog werden irgendwo auf Wikipedia erwähnt, obwohl die Seite auch Artikel über andere, vielleicht skandalösere Schockseiten wie Hello.jpg oder Two Girls One Cup hat. Jeder Versuch, einen Artikel über Smile.jpg zu erstellen, wird von einem der vielen Admins der Enzyklopädie gelöscht. Begegnungen mit Smile.jpg sind der Stoff, aus dem Internetlegenden gemacht sind. Mary E.'s Geschichte ist nicht einzigartig. Es gibt unbestätigte Gerüchte über Smile.jpg seit den frühen Tagen des Usenets und sogar eine nicht totzukriegende Geschichte, dass 2002 ein Hacker die Foren der Humor- und Satire-Webseite Something Awful mit einer Flut von Smile.dog-Bildern geflutet hat, was dazu geführt haben soll, dass fast die Hälfte der damaligen Forumsmitglieder unter epileptischen Anfällen litten.
Man munkelt auch, dass Mitte oder Ende der 90er Smile.jpg im Usenet und als Anhang einer Kettenmail mit Betreff Smile, God loves you zirkulierte. Aber obwohl durch solche Aktionen Hunderte in Kontakt mit dem Bild gekommen sein müssen, geben nur sehr wenige zu, irgendetwas davon aktiv miterlebt zu haben. Und es gibt bis heute keine Spur der Datei oder eines Links. Diejenigen, die behaupten, Smile.jpg gesehen zu haben, scherzen häufig, dass sie damals Wichtigeres zu tun hatten, als eine Kopie des Bildes zu speichern. Alle mutmaßlichen Opfer liefern jedoch die gleiche Beschreibung des Fotos. Ein hundeähnliches Wesen, normalerweise als ein sibirischer Husky identifiziert, das vom Blitz der Kamera beleuchtet wird und in einem schlecht beleuchteten Raum sitzt. Das einzige Hintergrunddetail, das sichtbar ist, ist eine menschliche Hand, die sich aus der Dunkelheit am linken Bildrand in Richtung des Betrachters streckt. Die Hand hält nichts und wird meist als winkend beschrieben. Natürlich wird die meiste Aufmerksamkeit dem Hund geschenkt oder der Hundekreatur. Manche der Opfer sind sich weniger sicher, was sie gesehen haben. Die Schnauze des Tieres ist angeblich zu einem breiten Grinsen geformt und zeigt zwei Reihen von sehr weißen, sehr geraden, sehr scharfen, sehr menschlich aussehenden Zähnen. Man sollte aber daran denken, dass diese Beschreibungen nicht direkt nach dem Betrachten des Bildes entstanden sind, sondern vielmehr das darstellen, was die Opfer angeblich immer und immer wieder vor dem inneren Auge sehen, während sie ihre epileptischen Anfälle haben. Berichten zufolge treten diese Anfälle immer wieder ohne Vorwarnung auf, meistens während die Opfer schlafen, was zu sehr lebhaften und beunruhigenden Albträumen führt. Diese Anfälle können manchmal mehr oder weniger erfolgreich mit Medikamenten behandelt werden. Mary E. nahm, so vermutete ich, keine wirksamen Medikamente ein. Deshalb habe ich nach meinem Besuch in ihrer Wohnung im Jahr 2007 Anfragen an einige Newsgroups, Webseiten und Mailinglisten geschickt, die einen Fokus auf Folklore und Urban Legends hatten, um so eventuell die Namen weiterer vermeintlicher Opfer von Smile.jpg in Erfahrung zu bringen, die vielleicht eher bereit dazu wären, über ihre Erfahrungen zu sprechen. Eine Zeit lang passierte nichts und da inzwischen mein erstes Semester am College begonnen hatte und ich daher ziemlich beschäftigt war, rückte die ganze Sache in meinen Hinterkopf. Anfang März 2008 wurde ich jedoch von Mary E. per E-Mail kontaktiert. An jml@.com von Mary E. @.net betreff das Interview vom letzten Sommer. Sehr geehrter Herr L., mein Verhalten vom letzten Sommer, als Sie mich für das Interview besucht hatten, tut mir schrecklich leid. Ich hoffe, Sie verstehen, dass es nicht Ihre Schuld war, sondern meine eigenen Probleme, die mich dazu gebracht hatten, mich so zu verhalten, wie ich es getan habe. Ich sehe nun, dass ich die ganze Situation besser hätte bewältigen können, aber ich hoffe, dass Sie mir verzeihen. Damals hatte ich die Angst im Griff. Sehen Sie, seit 15 Jahren werde ich von Smile.jpg verfolgt. Smile.dog kommt jede Nacht in meinem Schlaf zu mir. Ich weiß, das klingt albern, aber es ist wahr. Da ist etwas Unbeschreibliches an meinen Träumen, meinen Albträumen, die sie völlig anders machen als alle echten Träume, die ich jemals davor gehabt hatte. Ich bewege mich nicht und spreche nicht. Ich schaue einfach nur nach vorne und das Einzige, was vor mir liegt, ist die Szene aus diesem schrecklichen Bild. Ich sehe die winkende Hand und ich sehe Smile.dog. Es spricht zu mir. Es ist natürlich kein Hund, obwohl ich mir nicht ganz sicher bin, was es eigentlich ist. Es sagt mir, dass es mich in Ruhe lässt, wenn ich nur tue, was es verlangt. Aber was ich tun muss, so sagt es, ist, das Wort zu verbreiten. So formuliert es seine Forderungen. Und ich weiß genau, was es bedeutet. Es will, dass ich es jemand anderem zeige. Und ich könnte. In der Woche nach dem Zwischenfall erhielt ich in der Post einen Manila-Umschlag ohne Rücksendeadresse. Darin befand sich nur eine Diskette. Ohne nachzuschauen, wusste ich genau, was darauf gespeichert war. Ich dachte lange Zeit über meine Möglichkeiten nach. Ich könnte es einem Fremden, einem Kollegen zeigen. Ich könnte es sogar Terence zeigen, so sehr mich die Idee auch anwiderte. Und was würde dann passieren? Nun, wenn Smile.dog sein Wort hält, könnte ich wieder schlafen. Doch wenn es gelogen hätte, was würde ich tun? Und wer weiß, ob nicht sogar noch etwas Schlimmeres passiert, wenn ich mache, was diese Kreatur verlangt. Also tat ich 15 Jahre lang nichts, obwohl ich die Diskette niemals weg war. Seit 15 Jahren ist Smile.dog jede Nacht im Schlaf zu mir gekommen und hat verlangt, dass ich die Nachricht verbreite. Seit 15 Jahren bin ich stark geblieben, obwohl es harte Zeiten gegeben hat. Viele meiner Mitopfer im BBS, wo ich zum ersten Mal auf Smile.jpg getroffen bin, hörten auf zu posten. Ich hörte, dass einige von ihnen Selbstmord begangen hatten. Andere blieben völlig still und verschwanden einfach aus dem Netz. Sie sind diejenigen, um die ich mir am meisten Sorgen mache. Ich hoffe aufrichtig, dass Sie mir verzeihen werden, Herr L.
aber letzten Sommer, als sie mich und meinen Mann wegen eines Interviews kontaktierten, war ich kurz vor dem Scheitern. Ich beschloss, dass ich ihnen die Diskette geben würde. Es war mir egal, ob Smile.org lügt oder nicht. Ich wollte, dass es aufhört. Sie waren ein Fremder, jemand, mit dem ich keine Verbindung hatte, und ich dachte, ich würde keine Trauer empfinden, wenn sie die Diskette als Teil ihrer Nachforschung mitnehmen und ihr Schicksal besiegeln würden. Bevor sie ankamen, wurde mir klar, was ich im Begriff war zu tun, ihr Leben zu ruinieren. Ich konnte den Gedanken nicht ertragen und tatsächlich kann ich es immer noch nicht. Ich schäme mich, Herr L., und ich hoffe, dass diese Warnung Sie von einer weiteren Untersuchung von Smile.jpg abhalten wird. Mit der Zeit werden Sie vermutlich jemanden begegnen, der, wenn nicht schwächer als ich, dann aber verkommener ist. Jemand, der nicht zögern wird, den Anweisungen von Smile.org zu folgen. Hören Sie auf, solange Sie noch können. Mit freundlichen Grüßen, Mary E. Terence kontaktierte mich später im gleichen Monat, um mir mitzuteilen, dass ich seine Frau umgebracht hatte. Während er ihren Nachlass aufräumte, E-Mail-Konten schloss, die sie eröffnet hatte und dergleichen, stieß er auf die gerade gehörte Nachricht. Er war ein gebrochener Mann. Er weinte, während er mir sagte, ich solle auf den Rat seiner Frau hören. Er enthüllte, dass er auch die Diskette gefunden und verbrannt hatte, bis nur noch ein Haufen stinkendes, geschmolzenes Plastik übrig war. Der Teil, der ihn am meisten zugesetzt hatte, war, wie die Diskette beim Schmelzen gezischt hatte. Wie eine Art Tier, sagte er. Ich gebe zu, dass ich mir etwas unsicher war, wie ich darauf reagieren sollte. Zuerst dachte ich, es sei vielleicht ein Scherz. Ein verspäteter Versuch des Paares, mich zu foppen. Eine kurze Überprüfung der Online-Nachrufe mehrerer Chicagoer Zeitungen ergab jedoch, dass Mary E. tatsächlich tot war. Allerdings wurde natürlich in dem Artikel nicht die Todesursache erwähnt. Ich beschloss in der Folge, Smile.jpg zumindest für eine Weile nicht weiter zu verfolgen, zumal ich Ende Mai sowieso Examen anstehen hatte. Aber die Welt hat manchmal eine seltsame Art, uns zu testen. Fast ein ganzes Jahr nach meiner Rückkehr von meinem katastrophalen Interview mit Mary E. erhielt ich eine weitere E-Mail. An jml at von elsahir82@.com Betreff Smile. Hallo. Ich habe deine E-Mail-Adresse über deine Mailingliste gefunden, in der dein Profil sagt, dass du dich für Smile.org interessierst. Ich habe gesehen, dass es nicht so schlimm ist, wie jeder sagt. Ich habe es in den Anhang gesteckt. Ich verbreite nur die Nachricht. Smiley. Die letzte Zeile hat das Blut in meinen Adern gefrieren lassen. Laut meinem E-Mail-Client gab es einen Dateianhang. Natürlich mit dem Namen smile.jpg. Ich überlegte für einige Zeit, den Anhang herunterzuladen. Ich dachte mir, dass es vermutlich nur eine Fälschung war und selbst wenn nicht, war ich nie ganz von den Eigenschaften von Smile.jpg überzeugt gewesen. Mary E.'s E-Mail hatte mich erschüttert, ja, aber sie war wahrscheinlich sowieso mental nicht auf der Höhe gewesen. Wie sollte ein einfaches Bild auch nur dazu imstande sein, was Smile.jpg zugeschrieben wurde? Welche Art von Kreatur war es, die den Verstand nur mit der Kraft der Augen brechen konnte? Und wenn solche Dinge offensichtlich absurd waren, warum existierte dann die Legende überhaupt? Wenn ich das Bild heruntergeladen habe, wenn ich es mir angesehen habe und wenn Mary sich als richtig herausgestellt hat, wenn Smile.dog in meinen Träumen zu mir kam und forderte, dass ich die Nachricht verbreiten würde, was würde ich tun? Würde ich mein Leben so leben, wie Mary es getan hat und gegen den Drang kämpfen, bis zu meinem Tod nachzugeben? Oder würde ich einfach die Nachricht verbreiten, um meine Ruhe zu haben? Und wenn ich mich für Letzteres entscheiden würde, wie könnte ich das tun? Wem würde ich damit belasten? Wenn ich meine ursprüngliche Idee, einen kurzen Artikel über Smile.jpg zu schreiben, wieder aufgreifen würde, so hatte ich beschlossen, könnte ich das Bild einfach als Beweis anhängen. Und jeder, der den Artikel lesen würde, jeder, der sich dafür interessieren würde, wäre betroffen. Selbst wenn das in der E-Mail angehängte Smile.jpg echt wäre, wäre ich dann wirklich entschlossen genug, mich auf diese Weise zu retten? Könnte ich die Nachricht verbreiten? Ja. Ja, das kann ich. Es tut mir leid, aber diese Geschichte musste ich verbreiten. Thank you.